So, da sind wir wieder und jetzt rechnen wir uns an diesen Schlammfrauen. Also, wir sind C rein, CA raus. Ne, da sind wir nicht gewesen. Da waren zwei von den Schlammfrauen. Wo waren die drei? Irgendwo hatten wir drei auf einmal, da war ich mir ziemlich sicher. Und warum ist da bei dem Ausgang auch ein Gegner? Gehen wir mal ganz kurz hier rein. Den nennen wir jetzt mal B. Und schauen, wo der hinführt beim ersten Mal. Auch dahin. Also das ist auch B-Ausgang. Also wahrscheinlich hier der Teleporter führt beim ersten Mal durchgehen hierher. So, und du stirbst jetzt. Und hier können wir auch gleich testen, ob die jetzt im Nahkampf auch vergiften. Oder ob nur deren Schlammkugel vergiftet. Was ja recht praktisch wäre, denn Gegengifte sind immer recht begrenzt. Das muss ja nicht unbedingt sein. Bisher ist sie kein einziges Mal dazu gekommen, uns zu treffen. Scheint ja doch was zu bringen, alle Punkte in einen Waffenskill zu setzen. Hm? Ja, Meister sind wir schon. Und eine Magiestufe haben wir und eine bald in Arbeit. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, in was ich das reinsetzen soll. Na gut, gucken wir mal da runter. So, du bist A, du bist B, du bist C, du bist D, dann bist du E. E führt wahrscheinlich auch wieder dahin. Oh. Oder auch nicht. E, Ausgang. Aber keine Schlammfrauen, dafür eine Kiste. Das ist doch ein guter Tausch. Ein Heiltrank und ein Gegengift. Das an sich reicht ja schon vollkommen und da ist der Ausgang. Gehen wir erstmal unten lang. Das wäre dann unser Teleporter Nummer D. Heißt das eigentlich Nummer D dann? Unser Teleporter Buchstabe D klingt irgendwie komisch. Oh. Da, D, Ausgang. Wie kommen wir jetzt weiter? Wir haben für D noch keinen zweiten Ausgang. Wir haben für C noch keinen zweiten Ausgang, wenn ich das richtig sehe. Also gehen wir nochmal in C rein. Das ist auch Ausgang 2 für C. Also, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, müssten wir, wenn wir jetzt hier reingehen, da rauskommen, weil das der zweite Ausgang von A ist, dann können wir da rausgehen und würden wieder da landen. Also nee, wir müssen jetzt da rein, hoffentlich da raus und dann in den Teleporter rein und dann gucken, wo B seinen zweiten Ausgang hat. Soweit ist das schon mal richtig. Jetzt BA2 ist bei Gegnern. Das ist schon mal gut. Also nicht, dass hier Gegner sind, aber wenigstens hat meine Theorie einigermaßen gestimmt. Sonst hätten wir die Karten neu zeichnen müssen. Die Notizen jedenfalls. So, und du stirbst jetzt bitte auch, ohne dass du uns einmal triffst. Ach, ohne dass du uns zweimal triffst. Und deine Freundin guckt in Seelenruhe zu. Ohne dass du uns dreimal triffst. Ja, wir haben es geschafft, ohne dass wir uns dreimal getroffen haben. Super. Du stirbst da schon besser als deine Kumpelin, ne? Kumpelin, das klingt auch komisch. Oder auch nicht. Oh. Ach stimmt, hier haben wir eine Truhe geplündert und sind dann schreiend wie eine Frau, mit dem Inhalt der Truhe verschwunden wäre, die Schlammfrauen uns verprügelt haben. Und da hatten wir das hier mitgenommen. Das war 1D10 Trefferpunkte. Ja, Hammer. Speichern wir mal kurz ab. Und alles unter 5 wird neu geladen. 2. 2 ist unter 5. 1 ist noch weiter unter 5.
Und kommt jetzt 0. 0 geht gar nicht. Aber mal gucken. 7. 7 ist doch ordentlich. So, hier haben wir alles gemacht. Das wäre dann Teleporter Nummer F. Buchstabe F, wie auch immer. Und du führst bestimmt wieder zurück. Okay, hier ist also auch FA. Boah, langsam wird es unübersichtlich. So, haben wir schon einen Ausgang, einen zweiten Ausgang für E. Nee, da ist der erste Ausgang. Also, gehen wir wieder unten rein. E, Ausgang 2. Das testen wir gleich nochmal. Okay. Was ist mit D? D haben wir einen Ausgang, keinen zweiten Ausgang bisher. Aber mich würde eher interessieren, was da oben jetzt drin ist. Also gehen wir mal in Teleporter Nummer G. Boah, was ein Heckmeck mit den ganzen Teleportern, ne? Ja, was ein Wunder, der führt auch hier runter. G, A. So. Wir wollen jetzt wieder nach ganz oben. Dazu müssen wir in A rein. Dann kommen wir da oben raus. Und dann müssen wir wo rein? Achso, bei E. Wir können gleich bei E. Wenn wir gleich bei E reingehen, dann kommen wir da oben raus. Jedenfalls 50% der Zeit. So, das war das falsche 50%. Das war das Richtige. So, und jetzt zeig uns, wo G2 hinführt. Das sieht doch gut aus. Also zwei Truhen und direkt ein Teleporter, der nicht so verschnörkelt ist wie die anderen. Die anderen waren ja immer in so einem Gang. Der hier ist in so einer Nische. Vielleicht ist hier irgendwas Besonderes. So, nicht von zwei gleichzeitig angegriffen werden, bitte. Schön hintereinander sterben, ohne sich großartig zu wehren. Das hätten wir auch. So viel dazu. Also die vergiften auch im Nahkampf. Sie treffen nur recht selten. Da kommen nicht häufig dazu zu schlagen. Wie war das mit auf Trefferpunkte achten und so? Da ist ja vor ein, zwei Folgen mal ein Malheur passiert. Das wollen wir nicht unbedingt wiederholen. Also, schön hochheilen. Schild in die Hand. Töten. Haben wir eigentlich eben gerade auf der Karte markiert, wo wir hin sind? Ja, haben wir. Gut, gut. Also, drück die Daumen für eine Rüstung. Monster entdecken. Ha. Eine Blockfigur, die ist praktisch. Davon hatten wir nur noch eine, glaube ich. Oh, sogar drei Kisten. Erhöhte magische Kraft. Wieder abspeichern. Nur, dass diesmal alles unter 50 neu geladen wird. Das war doch 10 bis 100? Ja. 55. Okay. Ja, ich glaube, wenn man dieses Spiel wirklich ausreizen würde, also immer wieder neu lädt, solange bis man fast Cap hat bei diesen Random-Würfen, wird man recht mächtiger Charakter. Wenn man das nicht macht, so wie wir gerade, merkt man ja, wie das endet. So, du bist jetzt Teleporter I. Okay, du bist IA. Dann gehen wir jetzt in F und gucken, wo F2 hinführt. F2 führt in eine ganz komische Ecke. Ich würde gerne wissen, wie wir zu dem hinteren Teleporter da rankommen sollen. Also gehen wir mal durch. E hat einen Ausgang da, einen Ausgang da. F hat einen Ausgang da, einen Ausgang da. A hat einen Ausgang da, einen Ausgang da. B hat einen Ausgang da, einen Ausgang da. C hat da und keinen zweiten Ausgang. Oh ne,
Der hatte zwei Ausgänge da, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe einfach die zwei dahinter geklatscht. Gucken wir mal kurz. Ja. Jetzt gehe ich nochmal über Umwege zum Teleporter C. Das war der Umweg. Wieder die 50-50 Chancen. So. Jetzt stehen wir gleich wieder vorm Teleporter C. Da springe ich nochmal rein, um zu testen, ob ich unten die Notiz wirklich so gemacht habe, dass es eigentlich CA heißen müsste und darunter CR2. Ja. Also gut. C haben wir auch bald Teleporter abgedeckt. Was ist mit D? Da ist DA. Wir haben kein DA2. Okay. Also müssen wir in E rein, da oben raus und dann in D springen. Boah, ich bin froh, wenn die Folge vorbei ist und wir mit dem Teleporter durch sind. Ich bin die ganze Zeit nur dabei, aufzulisten, welche Teleporter wir springen und wo die rauskommen und was wir markiert haben. So, jetzt wollen wir in D. Und Daumen drücken, dass wir auch beim richtigen rauskommen. Ja, das ist richtig, auch wenn es schmerzhaft aussieht. DA2. Oh, die stehen diesmal sogar richtig. Das ist nicht gut. Schon mal Heilung bereithalten. Aber die können wir wenigstens nicht angreifen, während wir zaubern. Dafür können wir Giftschaden bekommen, während wir zaubern, was nicht ganz toll ist. So, du stirbst jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. So, weg, weg, weg. Ich frage mich, wie weit das noch geht mit diesen Räumen und Teleportern. Weil die Karte muss hier begrenzt sein, hoffentlich. Da wird Teleporter H. Ja, ein Raum könnte hier vielleicht noch hin, aber das wäre es dann auch. Außer das Muster setzt sich irgendwie nach Norden, um die Ecke fort. Das wäre nicht so toll. So, Heilung. Und Kiste gucken. So. Ein Horn des Durchgangs. Okay. Und sonst nix. Boah, es wird wohl wichtig sein, aber ja, komisch. Und das ist denn jetzt das Ende? Nee, ist es nicht. Da ist noch H. Haben wir noch gar nicht erforscht. Also. Einmal ein H springen. H. Ah. Fällt mir gerade auf, ich habe bei manchen gar nicht das A hinten rangehängt. Hm, egal. Also wir springen jetzt in I rein. I hat auch einen Ausgang da und noch keinen zweiten Ausgang. Das ist doch gut. Okay. Entweder kommt er zweimal hier raus oder wir hatten gerade Pech. So. Wir müssen jetzt nochmal nach ganz oben. Also müssen wir in D reinspringen. Also müssen wir in E reinspringen. Also müssen wir in F reinspringen. Das war jetzt F. Jetzt kommt E. Jetzt kommt nochmal E. Und jetzt kommt D. Jetzt müssen wir nochmal in B und nochmal in E und. Oh. Ja, wie gesagt, wenn die Folge vorbei ist, werde ich mich freuen. Ich will Gegner töten, Kisten plündern, ich will nicht in Teleporter, hinter Teleporter, Teleporter springen. So, jetzt müssen wir nochmal in E. Dann wieder in D und diesmal da rauskommen. So weit, so gut. Und jetzt springen wir in H, um zu gucken, wo H2 ist. Ach du Scheiße. H2 ist auch hier unten. Also H2. Das ist jetzt ärgerlich. Aber vielleicht sind wir ja auch mit den Teleportern fertig. Ich meine, es geht ja noch da weiter. Und das war's. Naja, da oben vielleicht noch.
Ja, sogar wahrscheinlich, weil hier Gegenstände eingezeichnet sind. Also gut. Speichern wir ab. Die Teleporte hätten wir erledigt. Die waren wahrscheinlich nur dazu da, dieses Horn des Durchgangs oder wie das hieß, zu finden. So.